So, Newsletter 2, seid gegrüßt. Ich mache ja die Newsletter, müsste ich ja eigentlich gar nicht machen, weil es gibt so viele Aufgaben in den verschiedenen Episoden, dass man da sowas eigentlich gar nicht braucht. Die Newsletter sind aber dazu da, dass ihr nochmal sehr, sehr konzentriert das Wissen anwendet. Und ich wollte dir eigentlich heute nur wenige Beispiele zeigen. Jetzt habe ich aber sehr, sehr viele Beispiele, weil toll, was ihr mir so alles einschickt. Aber daran will ich euch eigentlich zeigen, was ich mir wünsche. Wir werden heute auch diese Aufgabe hier nochmal gemeinsam machen. Aber es ist eben, wir zeichnen ein Ei. Also was ist daran schon so Besonderes? Das Besondere an diesem Ei ist, wenn man dieses Ei räumlich so zeichnet, mit allen Reflexionen, mit allen, also der Schatten ist ja nicht nur der Schatten, sondern im Schatten sind auch Reflexionen der Flächen, die dieses Ei umgeben. Ja? Also es gibt wieder eine Aufhellung, wo ist die Dunkelheit? Wie geht das Hell ins Dunkle über, ja? Und wo sind die dunkelsten Stellen und all diese Sachen, dass ihr das per Auge mal untersucht. Das bedeutet wirklich mal hineingehen in so eine Aufgabe. Das kann man nicht in 5 Minuten machen. Ich werde euch heute die Zeit sagen, die ich brauche, um das, was wir heute zeichnen, auch dorthin zu bringen, wo ich denke, wo es hin muss. Ihr könnt es natürlich noch viel, viel besser machen. Aber für mich sind diese Aufgaben, haben was mit Energie, haben was mit euren eigenen Anspruch zu tun. Wenn euer eigener Anspruch sagt, ich skizziere was, na gut, dann ist es eine Skizze, super, ja. Und die Skizzen haben ja auch ihren Wert. Also nichts von dem, was ihr mir eingeschickt habt, ist wertlos. Ich möchte bloß in den Newslettern eine Intensität spüren von euch, dass ihr wirklich die Herausforderung, die ich euch aufgebe, dass ihr die annehmt. Und dann sehe ich eben, wo euer Anspruch liegt. Ja? Und deswegen gehen wir jetzt mal ein paar Blätter durch und das sind verhältnismäßig viele, deswegen erlaubt mir da wirklich schnell durchzugehen. Hier erstmal eine Reihe, das ist Ulrike, ihr seht, die Räumlichkeit ist nicht wirklich da, ja, es ist nicht wirklich geguckt. Man sieht, hier geht was von hell in dunkel, aber es bricht auf einmal abrupt ab. Annette und weiter geht's mit Susanne J. Ja, ich finde, natürlich sieht man, dass das Eier sind, aber ihr merkt selber, die Oberfläche hat nicht die Glattheit, hat nicht die Räumlichkeit eines Eis. Ja, hier genau wieder ähnlich. Also das ist als Aufgabe, man hat Eier gezeichnet, das stimmt. Oft sind die grafisch auch sehr schön gesetzt. Wie gesagt, es gibt nichts Negatives dazu zu sagen, bloß die Aufgabe ist eben eine, die eine gewisse Intensität braucht. Hier ist eine ganze Geschichte erzählt, um die ging es eigentlich nicht. Es ging um die Eier und die Eier, würde ich sagen, erfüllen nicht die Aufgabe. Das ist nochmal auch Martina, hier hat sie sich ein bisschen mehr drum gekümmert, also hier sind die Eier im Fokus, aber ihr seht selber, nicht wirklich durchgearbeitet. Hier fängt etwas an, wieder Martina, aber man merkt, sie sind in ihrem Licht also sehr homogen, man merkt die Rundung nicht. So, Irmgard hat hier, glaube ich, das sind zwei Zeichnungen von Irmgard, hat verschiedene Straffuren mal angewendet. Das ist toll, aber die Straffur ist nicht dazu da, um sich selber in den Vordergrund zu schieben, sondern sie ist dazu da, den Raum zu bilden. Wenn ich sage Sauerkraut, geht das, aber hier ist es ein Muster auf dem Ei. Hier sind es Punkte auf dem Ei, also die Räumlichkeit ist nicht da. Aber mir gefallen die Bilder wirklich gut. Darum geht es nicht. Oder Theresa hier, das ist hingeworfen. Also hat schon eine gewisse Genialität, finde ich super, zack, zack. Aber es ist nicht gearbeitet. Man merkt, hier gibt es ungeheuer viele Brüche. Jetzt frage ich mich, oder sollte Theresa sich fragen, kann sie überhaupt diese wirklich ganz weichen Übergänge, kriegt sie das rein motorisch, technisch hin? Wir werden sehen, dass diese Technik, die wir hier uns aneignen, nicht unbedingt für alle Zeichnungen notwendig sind. Aber es ist gut, wenn man sie beherrscht. Ja? Hier merken wir, hier gibt es schon das ist Ute, hier gibt es schon eine wirklich vom Licht ins Dunkeln, merkt man schon, da ist ein Übergang. Und das ist auch Ute. Hier würde ich sagen, wenn man die beiden vergleicht, würde ich sagen, ist das bei dem besser gelungen. Aber das sind eben alles Arbeiten, die wir hier sehen. Das ist Hans-Jürgen. Hier sieht man auch, eigentlich vom Ansatz ganz gut, aber diese hellen Lichtflecken, die hat man bei Eiern nicht. Das sind wirklich ganz weiche Übergänge. Wir werden gleich darüber reden. Cornelia, hier gibt es Reflexion. Ihr seht, die Reflexionen sind gesehen, aber sehr abrupt. Das ist schon fast wie so eine Bauchbinde, die hier ist. Es hat also mit den Übergängen nicht so viel zu tun. Das ist auch Cornelia. Hier merkt man schon mehr gearbeitet, aber hier ist wieder die Umgebung wichtiger als das Ei. Ja?
Hier, wir wollen wirklich uns nur auf das Ei konzentrieren. Das hat sie hier gemacht. Und hier merkt man auch wieder der abrupte Abbruch zwischen hell und dunkel. Das, dieser, gerade dieser Bereich hat eine ungeheure Übergang. Also Cornelia hat viel gemacht, ihr seht, aber viel bedeutet nicht unbedingt, dass man in der Aufgabe weiterkommt. Hier muss man wirklich die Anspruchsfrage stellen. Das finde ich also sehr gut, schon sehr gut gearbeitet, aber immer wieder, Cornelia, fehlen diese weichen Übergänge. Also zwischen hell und dunkel gibt es also einen ziemlich harten Abbruch. Aber sie hat toll gearbeitet. Ja, ihr seht jetzt auch mal in so einen Eierbecher zu stellen, das ist inhaltlich, ist das ja, liegt das ja nah, ja, weil ihr seht es selber, die Eier rollen weg. Das ist Esther, die hat sehr viel gemacht. Das sind hingeworfene Skizzen, die ich so als Skizzen sehr schön finde. Aber die Aufgabe ist eine andere gewesen. Trotzdem ist das jetzt kein negativer Ansatz, sondern ich würde gern wissen, ob Esther wirklich dieses räumliche, wirklich Bauen eines Eis, wirklich von hell in dunkels, ob sie das beherrscht. Und wenn sie es beherrscht, kann sie es auch weglegen und sagen, heute will ich solche Skizzen machen, völlig in Ordnung. Ihr seht, hier ist es eigentlich mehr eine ganze Situation, Baum und Landschaft und das Ei ist auch da. Auch hier haben wir wieder, wie gesagt, sehr gut gesetzt, grafisch, aber von der Aufgabe her wollte ich was anderes. So, das ist hier auch, also Claudia, hier wieder so ein Übergang. Man merkt, hier gibt es so ein paar Ungereimtheiten. Und das ist immer problematisch, wenn man dann auf einmal so eine Corona hier, so eine dunkle, ich verstehe schon, dass man einen Wert gegen das Weiß setzt, damit das Weiß herauskommt, aber hier ist es etwas, es entsteht fast ein Haarkranz und hier ist noch eine Schulter, also ich sehe schon fast ein kleines Männlein hier springen. Also die verselbstständigen sich diese Form. Da müsst ihr mal aufpassen. Auch hier, wenn man so eine Figur in der Figur zeichnet, das ist so eine Verselbstständigung, dann würde ich das konsequent weiterzeichnen. Nicht einfach immer in der Mitte aufhören und das ausfasern lassen. Wirklich auch mal den Rahmen als Rahmen zu betrachten, als kompositorische Grenze. Ja? Und dieses Weiß spricht ja mit dem Weiß mit. Aber über Gestaltung, über Komposition werden wir noch sehr viel reden. So, und hier wieder, wir haben wieder diese Kante Licht und Schatten. Und der Übergang zwischen Licht und Schatten, denke ich, der kann noch feiner formuliert werden. Ina? Und hier gibt es Brüche, also es ist fast wie so eine Landschaft. Ja. Also ihr merkt, das ist nicht ganz genau gesehen oder ihr seht, hier ist ein ganz kleiner heller Punkt und der geht dann ins Dunkle über. Das ist eigentlich räumlich sehr schön gezeichnet, also man merkt, die Rundungen kommen sehr gut. Es ist aber eben höchstwahrscheinlich ein Bronzeei oder es ist kein weißes Ei. Ja. Also es ist irgendeine Figur, also hier ist sogar die Nummer noch eingezeichnet, das finde ich gut. Ina hat hier sehr, sehr genau sich das Ei angeguckt, aber es ist nicht der helle Ton. Also sie ist so sehr ins Schwarz reingegangen, dass sie auf einmal diese Nuancen zwischen Weiß und Schwarz nicht getroffen hat, sondern es ist ein Grau, und geht ins Schwarz und hat ein paar Lichtpunkte. Es hat fast sogar was Metallisches. So, Susanne B., schöne Situation in so einem Pappeierbecher. Man sieht hier Reflexion, aber auch hier wieder, das kann man noch viel, viel intensiver arbeiten. Ja? Für mich sind die meisten Bilder zu schnell gemacht und da frage ich eben, ob ihr überhaupt, ihr könnt sagen, wir haben keine Zeit, da kann ich nichts dagegen sagen, aber so ein Ding braucht wirklich Energie, also das muss man arbeiten, bis es wirklich rund wird. Das ist eine sehr schöne Geschichte, aber ihr merkt auch hier, es gibt so ein paar Unlogigkeiten. Auf einmal kommt hier so ein Graupunkt rein, hier merkt ihr, hier wird es dann dunkel, wo man denkt, eigentlich müsste es hier noch hell sein und so weiter. Das ist Peter, also finde ich auch wieder gut gearbeitet, aber die hellen Töne sind verschwunden. Es ist fast ein Dunkelgrau ins noch dunklere Grau. Ja? Also es ist kein Ei von der Farbigkeit, sondern es ist was anderes. Und es gibt hier nur einen hellen Punkt. Und wenn ihr euch Eier anguckt, die sind wirklich erstmal, wie kommt man von diesem großen hellen Bereich ins Dunkle? Hier auch vom Prinzip richtig, aber eben nicht wirklich durchgebildet. Durch diese ganzen Flecken, die es hier gibt, wird die Oberfläche auf einmal, das sieht dann irgendwann aus wie Klöße und nicht wie. Ein Ei hat ja eine ungeheure Spannung in der Oberfläche. Und die zu bekommen, das ist Arbeit, das ist Intensität. Das ist alles Ilka. So, also
es ist im Prinzip, sie hat fast mit dem gleichen Rhythmus hat sie gearbeitet und ist eben zu diesen Ergebnissen gekommen, die wir hier sehen. Da entsteht keine wirkliche größere Bereitschaft, noch mehr in die Akkuratesse sozusagen dieses Eis zu gehen. Und es sind alles schöne Arbeiten. Aber mal eine Arbeit zu machen, ein Eimer zu nehmen und es wirklich durchzuarbeiten. Hier Peck, das finde ich von denen, die wir jetzt gesehen haben, schon mal sehr, sehr, also in der Richtung, die ich meine, ist das eigentlich schon ein Blatt, wo ich sage, dahin mal zu kommen. Ja? Ich weiß nicht, ob diese Helligkeit wirklich so hell ist. Das muss man alles nochmal untersuchen. Und wisst ihr, einige von euch arbeiten vielleicht nach Fotografien, könnt ihr machen. Aber das ist eine Übung fürs Auge. Mal zu sehen, wie ist das Auge überhaupt in der Lage, Helligkeiten und Dunkelheiten miteinander zu vergleichen. Wenn ihr das an so einem Ei studiert, dann kommt ihr sehr, sehr weit in den anderen Sachen auch. Ja? Also auch vom Peck. Hier sehen wir wieder, es ist nicht ganz klar, also das Licht kommt von hier, weil der Punkt, der Lichtpunkt ist ja hier, also der kommt fast von hinten nach vorne. Also es ist nicht ganz geklärt mit dem Licht und auf einmal wird es sehr, sehr schnell dunkel. Das finde ich, das ist ihm hier besser gelungen. Ja? Aber hier, denke ich, kann man nochmal ran. Und jetzt haben wir hier Jacqueline. Da kriegt, also das finde ich in seiner Zartheit, hier ist vielleicht durch die Kopie ein bisschen was weggegangen. Aber hier seht ihr, hier gibt es diesen hellen Ton. Dann ist wirklich, das Dunkel ist jetzt nicht gleich ein Schwarz, sondern es ist erstmal, man sieht, dass es dunkler ist. Und hier gibt es eine Reflexion. Da vermute ich, dass die nicht genauso hell ist wie die Lichtseite. Aber finde ich auch ganz schön, dass sie ihre Bleistifte hier noch dazu getan hat. Das auch von Jacqueline. Ihr merkt, sie versucht jetzt wirklich an dieser Räumlichkeit dieses Eis dran zu bleiben. Und das ist wieder höchstwahrscheinlich viel zu hell geworden. So, das ist die letzte Arbeit, die ich heute besprechen will. Ihr seht also, das Problem ist, dass wir uns selber erstmal fragen müssen, warum machen wir das? An welcher Stelle wollen wir uns herausfordern? Was ist eigentlich die Geschichte und was für Probleme tauchen eigentlich auf? Ich will jetzt mal, ich habe hier zwei Eier vorbereitet, die lege ich jetzt mal hier hin, einfach so, und wir gucken uns die mal an. So. Ich hoffe, das kommt im Video gut. Jetzt gehe ich mal mit diesem Licht, seht ihr, ich wandere jetzt mal. Also wenn das Licht von oben kommt, dann sieht man einen ganz leichten dunklen Hauch. Also das Dunkle geht nach oben weg, weil der Schatten liegt genau drunter. Also wir sehen im Licht, wir haben fast diese Nuancierung von hell ins Dunkel ist so zart, die zu greifen, das ist nicht so einfach. Wenn wir dann aber ins Seitenlicht gehen, dann haben wir mehr Dramaturgie. Ihr seht, der Schatten wandert. Dieser Ring, ja, wo sozusagen das Ei zum Schatten, also das Licht nicht mehr rankommt und den Schatten wirft aufs Ei und dort, wo Licht ist, da seht ihr, der wandert mit dem Wandern des Lichtes. So, und jetzt müssen wir mal eine prinzipielle Frage stellen. Wenn ich euch jetzt eine Skala gebe von, also 10 Einteilungen, sage, ihr sollt von weiß ins schwarz gehen, dann würdet ihr, wenn ihr 10 Einheiten habt, immer 10% dunkler werden, dunkler werden, dunkler werden, dunkler werden, dunkler werden und dann seid ihr im Schwarz. Wenn wir aber hier sehen, dass das Licht ja eigentlich von hier kommt und jetzt müsste sich ja eigentlich das immer mehr verdunkeln. Und das ist glaube ich, auch das, was ihr euch nicht unbedingt erklärt habt. So rein rational würde man sagen, ja, es müsste immer dunkler werden. Weil, wenn das Licht hier direkt drauf trifft, ich mache das mal so, das Licht trifft direkt drauf, dann haben wir hier die hellste Konstellation Licht und Oberfläche. Wenn wir jetzt uns wegdrehen, merkt ihr, jetzt ist leider noch eine andere, ich muss mal das wegmachen, das sieht man jetzt nicht sehr schön. Aber ihr seht es hier, ja, wenn man es von oben guckt, dann dreht sich das weg. Was man hier eigentlich sieht, ist, dass in diesem Drehen die Helligkeit lange, lange nicht abnimmt oder nur ganz zart abnimmt. Es gibt ein physikalisches Gesetz, dass Flächen, wenn sie sich vom Licht wegdrehen, nicht in den Prozentzahlen dunkler werden, wie ich gesagt habe. Also wenn es jetzt um 10% wegdreht, wird es nicht um 10% dunkler und so weiter. Ja? Das wird sozusagen erst ganz, ganz spät
wird es dunkel und in diesen Schattenbereich, also in diesen Bereich, dann passiert was, aber hier in diesem ganzen Bereich des Eis, ja, wo es sich wegdreht, wegdreht, weg, passiert erstmal ganz, ganz wenig. Und da seht ihr selber, dass ihr dann sehr dramatische Sachen macht. Wartet mal, ich zeige euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel hier von Peck, ja. Ihr seht, hier ist das Licht, kommt von hier und jetzt rein rational denkt man, jetzt dreht sich das Ei weg, also mit seiner Oberfläche und jetzt wird es immer dunkler. Stimmt aber nicht. Es gibt also ein physikalisches Gesetz, ich glaube von Lambert heißt er, glaube, der hat das mal, ein Physiker und Wissenschaftler, der hat das mal untersucht und hat gesehen, dass es nicht kontinuierlich sich wegdreht, also die Dunkelheit nicht kontinuierlich dunkler wird, sondern dass im Lichtbereich sehr, sehr lange das Licht sozusagen sehr hell bleibt, fürs Auge auch wahrnehmbar hell und dann erst an der Grenze, wo sich die Fläche wirklich wegdreht, zum Dunklen sich entwickelt. So, also haben wir im hellen Bereich, das seht ihr auch in Gesichtern, ja, wo das Licht ist und die Fläche sich wegdreht, passiert erstmal lange Zeit gar nichts, also ganz wenig. Erst wenn die Nase sich wirklich sozusagen von der Schattenseite, dann merkt ihr bei der Nase, dass es dunkler wird. Und hier aber in der vorderen Seite gibt es vielleicht einen kleinen Lichtstrich, aber im Lichtbereich sozusagen passiert verhältnismäßig wenig. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Gequatsche war und ihr das noch nicht verfolgen könntet. Wir versuchen das jetzt mal zu übersetzen in ein Bild. So, und hier habe ich übrigens noch etwas, das habe ich gerade vergessen. Dieses Ei glänzt mehr und dieses ist sehr matt. Und ihr seht, dass beim Glänzen was anderes passiert. Also die Lichtpunkte des Lichtes, was hier drumherum ist, die sieht man hier viel, viel deutlicher als hier. Hier ist das Ei so matt, dass es die Lichtpunkte im Prinzip gar nicht registriert. So, ich nehme jetzt mal das weg und stelle mir das Ei jetzt mal so hin. So, und wir analysieren das jetzt mal und versuchen uns das jetzt mal einfach mal zeichnerisch zu erarbeiten. Ja? Also wir gucken uns immer wieder das Ei an, wir drehen vielleicht nochmal mit der Lampe etwas, so, das sieht so ganz schön aus. So. Und jetzt fange ich erstmal an, ein Ei zu zeichnen, was so dem Ei etwa ähnlich sieht. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt genau die Form treffen, die ihr vor euch seht. Also wirklich gut wäre es, wenn ihr diesem Ei auch gegenübersteht und immer wieder kontrollieren könnt. So, das erste ist, dass ich mir erstmal diese Linie, ja, wo Licht und Schatten, wo ich wirklich sehe, wo Licht und Schatten sich trennen, es gibt hier eine Linie, wo wirklich also die Lichtseite ist und hier ist im Prinzip, wenn ich das mal etwas schraffiere, also hier in diesem Bereich, zieht sogar jetzt noch ein bisschen rum, haben wir sozusagen die Schattenseite. So, wir können auch den Schatten, den wir sehen, gleich mit reinnehmen. Ihr seht, ich gucke von oben aufs Ei drauf. So. Wir haben also noch nicht mit großen Schwärzungen gearbeitet. Ihr seht, ich bleibe sehr, sehr zart. Und jetzt versuche ich erstmal diese Grenze zwischen Licht und Schatten. Erstmal, man merkt wirklich, dass hier die größte Dunkelheit ist. Weil dann sich die Fläche des Eis wegdreht vom Licht. Aber was macht sie? Sie empfängt jetzt Licht und Reflexion von der Fläche, auf der sie steht, die ist hell, also die Reflexion bringt natürlich eine Aufhellung im Schattenbereich.
Und jetzt sehe ich hier den Übergang ins Licht. Da bin ich jetzt sehr, sehr vorsichtig, weil wir haben gesagt, dass der nicht abrupt geht, aber es ist ein wirklich sehr feiner Übergang. Also diese Kante müssen wir brechen, dürfen aber nicht in die Gefahr laufen, dass wir gleich im Lichtbereich zu viel Dunkelheit einbauen, wie es manche von euch gemacht haben, und dann entsteht auf einmal ein dunkles Ei. Untersuche ich wirklich, was eigentlich hier das Dunkelste ist. Ich merke hier, genau an der Grenze vom Schatten zum Ei, da ist das Ei ist dort viel, viel heller als der Schatten drunter. Also muss hier jetzt wirklich der Kontrast größer werden. Hier nehme ich jetzt einen etwas dunkleren Stift, weil ich merke, hier ist wirklich viel los. Ja? Also hier, diese Dunkelheit vom Schatten kriege ich nicht mehr mit dem HB-Stift. Ich habe jetzt hier einen sehr, ich weiß gar nicht, was das für eine Marke ist, aber das ist ein Stift, der auch ein bisschen wachsgebunden ist. Da kriege ich wirklich sehr dunkle Töne raus. Und es ist auch so, wenn ich jetzt genau an diese Kante gucke, ist wirklich der Hintergrund, obwohl der auch weiß ist, ist dieser Hintergrund etwas dunkler als diese Fläche, wo wirklich das Licht direkt drauf trifft. Und deswegen werde ich hier an der Modellierung des Eis noch ein bisschen arbeiten. Jetzt nehme ich den ganz zarten Schatten von der zweiten Lichtquelle. Nehme ich hier auch rein. Diese zweite Lichtquelle ist viel flacher, sodass der Schatten dementsprechend auch länger wird. Aber der wird nur ganz, ganz zart zu sehen sein. So. Ich werde an dieser Stelle mal aufhören und ihr kennt das ja, ich werde es dann später noch fertig machen. Und ich werde auch mal ein zweites Ei dazulegen und das werde ich euch dann nur im Ergebnis zeigen. Aber das, was dabei eben interessant ist, ich werde es so nebeneinander stellen, die Eier, dass das eine Ei auf das andere Ei einen Schatten wirft. Und da entstehen natürlich auch wieder Reflexionen, weil die Helligkeit des einen Eis strahlt ja in den Schatten des anderen Eis und so weiter. Und dann wird es höchstwahrscheinlich wird's da Verbindung geben,
die diese Berührung dieser zwei Eier auch in der sehr korrekten Art und Weise, wie man es dann zeichnet, auch darstellt. Einige von euch haben das schon gemacht und man merkt wirklich, sie haben wirklich auch Dinge gesehen, wie die Reflexionen sich verändern, weil wenn zwei Objekte zusammenstehen, passiert eben was anderes. Aber diese Übung, die ich hier mit euch mache, ist wirklich eine Übung, die uns sehr, sehr viel weiterbringt. Ja? Also die uns wirklich an eine Stelle bringt, wo wir anfangen, auch wirklich Nuancen zu sehen in der Natur. Und das brauchen wir, um das Handwerk zu beherrschen. Es geht immer noch nicht um Kunst. Dieses Wort benutze ich nicht. Ja? Aber ich werde euch auch am Ende dann sagen, wie lange ich dafür gebraucht habe, damit ihr seht, ich brauche auch eine Weile. Ja? Also ich glaube, hier kommt schon eine Stunde zusammen. Und dann, wenn ich die zwei Eier, dann muss ich halt anderthalb, zwei Stunden investieren. Und wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde, wäre ich bestimmt der große Eiermaler dieser Zeit. Aber dazu habe ich dann doch keine Lust. Aber als Übung ist das wirklich eine tolle Übung. In diesem Sinne.